Ich bin ja gespannt, was noch auf uns zukommt. Viele jubeln noch, aber ich habe Angst vor dem pädagogischen Staat. Ich sage immer, wo sich ein Grüner und ein Sozialdemokrat treffen, da ist das Verbotsschild nicht weit entfernt. Ich vermute, dass wir bald alle in Zweierreihen an den Händen gefasst über die Straße gehen müssen. Aber natürlich erst, wenn uns der Zebrastreifenwart die Erlaubnis dafür erteilt hat. Natürlich ist dann das Überqueren der Straße an der vom Staat dafür vorgesehenen Stelle unter Aufsicht einer speziell dafür ausgebildeten Fachkraft gebührenpflichtig. Aber die Grünen wollen es moderat angelassen, die denken an 5 Mark Überquerungsgebühr innerhalb von 4 Jahren. Und zwar für alle, die kein Auto haben und somit dem Staat die Mineralölsteuer vorenthalten. Bei Aufmüpfigkeit sofort Punkte im Berliner Fußgängerregister. Aber sowas nennt sich dann heute nicht mehr Einschränkung einer Freiheit, sondern sowas ist dann ein Teil einer neuen Verkehrskultur, einer neuen Kultur der neuen Mitte. Ich habe sowieso, die Grünen habe ich schweren Verdacht, ich glaube, die stehen in einem ständigen Geschwindigkeitsrausch, aber dürfen ihn nicht rauslassen. Und das kennt man ja, das erzeugt Psychose, Neurosen, Magengeschwüre, legt sie irgendwann mal aufs Äußere. Man merkt diese Unzufriedenheit, da klappt was nicht. Wenn Sie nicht aufpassen, da sehen die Grünen alle bald so aus wie die Nikoläuse auf Borkum. Die Nikoläuse auf Borkum schnallen sich alle hohe Stirnen um. Auf Borkum ist der Nikolaus der Gegner jeglicher Sexualität. Und da sich sein Samen nicht den normalen Ausgang suchen darf, steigt er in den Kopf. Immer höher wird die Stirn, immer höher, immer höher. Ständig träumt er davon, dass ihm die Stirn platzt und sich der Samen hektoliterweise auf alle Frauen ergießt, die sofort ersticken und zu kleinen Jungs werden. Furchtbar. Und so träumen der kleine Kanzler, der kleine Außenminister und der kleine Finanzminister zusammen insgesamt 8 Mal geschieden. Und natürlich müssen sie deshalb im Rahmen einer neuen Familienkultur das Kindergeld erhöhen, das ist sinnvoll für sie. Ja. So träumen sie von ihrer eigenen kleinen Bundeswehrmaschine, die sie und ihre eigenen kleinen Praktikantinnen mit ihrem eigenen Kerosin durch die Welt bringt. Nach Rio, Tokio, New York und Shanghai. Und wenn sie zurückkommen, dann halten sie noch auf dem heimischen Rollfeld eine Pressekonferenz ab und fordern von den daheimgebliebenen deutschen Normalbürgern eine neue Kultur des Helfens, eine neue Kultur des Hinsehens. Im Rahmen einer neuen Bürgerkultur, auf der Grundlage einer neuen Kultur. Dann habe ich immer eine furchtbare Vision. Auf einmal sehe ich den Reichsjägermeister Hermann Göring aus dem Cockpit steigen und schreien: Wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meinen Revolver. Furchtbar. Aber natürlich hat er recht. Natürlich sind Kultur und Politik Feinde, das sind sogar natürliche Feinde. Und was Gott gespalten hat, das soll der Mensch nicht versöhnen. Das rächt sich bitterlich. Deshalb wird es unser armer Schriftsteller Günter Grass im Unterschied zum Harry Heine nie zu einem Weltschriftsteller bringen. Auf Ewigkeit wird ihm der Nobelpreis versagt bleiben, weil er sich schon völlig unnötig zum 2. Mal nach Willy Brandt einem Kanzlerkandidaten vor die Füße geschmissen hat. Solch versöhnerisches Treiben verstößt in hohem Maße gegen den über Jahrhunderte gewachsenen freiheitlich-demokratischen Grundwiderspruch von Politik und Kultur. Und die Politiker unterlassen ja nichts, um durch tausendfache Umarmung von Künstlern bis hin zum Erstickungsversuch die Kultur in den Boden zu stampfen. Das beginnt ganz harmlos erstmal auf Nebengebieten, wo man es gar nicht so merkt. Das geht los mit Kunstturnen. Das geht weiter mit Golf und Tennis auf Kunstrasen und endet irgendwann gnadenlos bei SPD-Grillpartys mit Dichterlesung. Im Vorprogramm Carola Stern liest aus dem Godesberger Programm, illustriert von Janosch. An der Gitarre Peter Maffay. Und dann im Hauptprogramm tritt auf Deutschlands höchst subventionierte Laienspielschar. Allen voran Rudolf Scharping spielt als gelernter Schütze-Arsch der SPD mit Sehfehler seinen eigenen Divisionskommandeur. Achtung, wo sind Sie denn? Ah, hier, rühren. Joschka Fischer bringt den Einakter in der Doppelrolle. Emil Zatopek trifft Henrik Kissinger im Konfirmandenanzug vom Boss. Und in der Hauptrolle der kleine Gerhard, er spielt sehr erfolgreich den vaterlosen Sohn von Evita Peron, als er nach dem Krieg im Übergangsheim noch ganz arm war. Aber natürlich hat es am schwersten in der Hauptrolle. Ständig wird er sich die Frage gefallen lassen müssen, mal schauen, wie der den Heinrich Kohl spielt. Nur auf dem Gebiet der Musik, weil das ist für die Politiker zu schwierig, das verstehen sie nicht.
Da halten Sie sich an die strikte Trennung von Politik und Kultur. Ein Politiker geht deshalb nicht in die Oper. Das kapiert er nicht. Sondern er geht gleich zum Opernball nach Wien. Da gehört er auch hin. Und wenn auch ein Politiker von mir fordern sollte, eine lebenslange Kultur des lebenslangen Lernens, dann sage ich nur, Scheiße, keine Munition mehr.